So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ja, moin. EO4 laut. In Geomundia mit dem Rock. Und das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, ist ganz schön lange her. Ich könnte das jetzt überprüfen, ja, wann das war. Genau, was wir vorhatten. Wir wollten die Welt erobern. Soll ich das mal einmal checken? Ich guck das mal ganz kurz nach, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Weiter. Paradox Interactive, Europa Universalis, Safe Games. Ich vermute sowieso, dass ich das aufhaben muss. Wir haben am 25.01. das letzte Mal aufgenommen. Heute ist der 5.04. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich Weihnachten oder so. Heute ist schon fast Ostern. Das ist nicht falsch. Also, was ist denn unser Plan heute? Wir machen Verlust natürlich. Wir haben wie viele Darlehen? 6, das geht ja noch. Wir sind orthodox. Können Staaten gründen. Wir müssten eigentlich als nächstes, ich glaube, das sollte unser nächstes Ziel sein. Die Welt erobern. Das hier. Das sollte unser nächstes Ziel sein. Oh, hier ist auch überall Gold. Wie viel Gold ist denn hier? Wir brauchen die Goldprovinzen. Das bringt uns zwar Inflation, aber auch Geld. Und wir brauchen Geld. Also, Aztekenreich. Lass doch einfach in diese roten, in diese Kopf-Kon-Koyan-Tschapkan oder. Warum bist du jetzt so leise? Das weiß ich. Du musst lauter werden. So. Ach ja, du hast es wahrscheinlich immer noch nicht gefixt, dass du gegengeregelt wirst, ne? Ja, das weiß ich nicht, wie das geht. Ja, das musst du aber jetzt mal machen, weil man hört dich jetzt einfach nicht mehr. Ja, aber das muss Windows von ganz alleine hinkriegen. Nein, das musst du schon selber machen. Also man hört dich jetzt wirklich nicht mehr, wenn du nichts daran tust, ne? Windows sogar dafür zu doof ist. So, wie machen wir das denn? Wie viele Truppen hat denn das Artis? Welches? 4, was sind 4? 7. Werden die geschrieben? Werden die nicht so geschrieben? Ohne Z, ohne T meine ich. So. Ohne ah, das T, T. Ja, nach dem Z, T, okay, alles klar. Ja, Azteken, also irgendwo muss da ein T sein. So. Gut, dann werde ich mich mal wieder minimieren, weil Sarok selber nicht zu fixen scheint. Muss ich ihn selber fixen. Wahrscheinlich ist er nachher wieder irre laut. So, die gehören zu uns. Seit wann das denn? Wahrscheinlich seit dem letzten Mal. Okay, also wir machen gerade Folgendes. Wir coren hier noch was. Wir machen gerade ein Spionagenetzwerk auf Xiuqiul. Wo sind die denn? Wer ist das denn? Da. Tutu Xiuqiul, so rum. Haben wir einen Anspruch auf euch? Nee. Haben wir nicht. Das ist ja schlecht. Kommen wir mal von den Tlaxalteken zurück. Die braucht eh keiner. Wo sind die denn? Ach, die Azteken sind Untertanenstaat von Tarasken. Wir sind denn jetzt die Tarasken? Tarasken. Ah, das ist schwierig, weil ihr seid so weit weg. Dann hatten wir aber bestimmt, meine Güte, sind das auch viele, die da mit uns im Krieg sind. Ich glaube, die Goldprovinzen sind noch in weiter Ferne. Aber die Tarasken würden dann da mitmachen und dürften noch alle einladen. Ja gut, ich nehme an, dass die gleich reformen werden. Und na, wenn, Burik, also wenn, das ist hier in Mittelamerika so, dass du deine Regierung reformieren kannst. Und dazu brauchst du so und so viele Vasallen und dann werden die aber quasi verbraucht, beziehungsweise halt unabhängig. Ich nehme an, dass die kurz davor sind. Unser Kelch da oben. Gut. Ja. Unsere Landesflagge. Ist ja jetzt gut, Herr Rock. Ja, seien Sie nicht immer so gierig. So, ich muss den Ton leiser stellen, weil das Zeug immer noch unglaublich leise ist. Kann ich nichts für. Doch. Nee. Das könntest du ja mal fixen. Oh nö. Ja. Achso, wir wollten sowas ja immer vorlesen, ne? Haben wir jetzt nicht gemacht. So, wir verlieren 48 Cent. Aber haben jetzt gekohrt. Vielleicht gewinnen wir da. Vielleicht verlieren wir nicht ganz so viel danach. 38 noch. 30 Cent, ja, leg mir im Arsch. Wie viel Korruption haben wir noch? Nichts.
können irgendwas machen. Wir haben ein hohes Einkommen, wie wir alle gesehen haben. Ja, erfüll doch die Mission. Dann kriegen wir vielleicht noch mehr. Nee. Dann es ist nämlich der Bau von Gebäuden vergünstigt als Belohnung und wir können uns eh keine Gebäude leisten gerade. Nee, noch nicht. Ja, aber das gilt nur für 5 Jahre, deshalb ist es dumm, das jetzt zu machen. Oder für 10 Jahre? Für 25 Jahre. Völlig egal. Wir können es jetzt nicht leisten, dann brauchen wir es jetzt auch noch nicht einlösen. Okay, also ihr seid verbündet mit den Husatheken. Wer sind die denn schon wieder? Da oben. Da, grün. Haben wir nur diese Armee? Scheinbar. Wo ist der Rest? Ja, offensichtlich haben wir nicht so viel. Das heißt, wir müssen einen Schliefenplan umsetzen. Wir müssen erst die Husatheken da rausboxen. Ja, das war mein Plan. Und dann machen parallel unsere Verbündeten, warum wir auch immer wir so viele Verbündete haben. Ja, weil wir einfach gut sind. Können die uns nicht ein bisschen Geld geben? Die sind alle mit einem zu hohen Freiheitsstreben, als dass ich hier so Sachen machen kann, wie Handel umleiten und so. Müssen wir später machen. Erstmal erobern wir jetzt die. Habt ihr zufällig auch ein bisschen Gold? Nur Zuckerrohr. Oder Zucker. Okay. So, jetzt verlieren wir gleich noch mehr Geld. Und kriegen wir erstmal ein neues Darlehen. Natürlich. Darlehen. Ich hoffe, wir haben keinen Waffenstillstand mit euch. Wir haben einen Waffenstillstand mit euch. Dann hätte ich das gerade nicht gebraucht. Mit wem haben wir denn alles einen Waffenstillstand? Mit der halben Welt. Mit allem um uns herum. Warum haben wir denn kein Spionagenetzwerk auf die Husatheken gemacht? Bräuchten so einen Gjormund als Berater, der uns sagt, das war nicht so schlau, was sie gemacht hat. Die Schweiz hat übrigens das Bündnis von Österreich akzeptiert. Oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Ja. Ist auch völlig egal, das Ergebnis ist eh das gleiche. Da bahnt sich Großes an. Die neutrale Schweiz. Gut, dann beschleunigen wir das mal hier ein bisschen, während wir ein bisschen Geld verlieren. Aber gleich ist eine Kolonie fertig. Also mit gleich meine ich... Dauert nur noch ein paar Jahre. Was interessiert Hessen und Malawi und Georgien eigentlich? Moment. Die Moment. Melko! Das können wir leider nicht machen. Wir können keinen Anspruch auf eine Goldprovinz uns holen. Und halt euch. Ja, aber die Tipp. Also da haben wir jetzt auch Kriegsgründe. Die haben auch nur noch... Ne, sie haben immer noch alle. Es ist halt schon ein bisschen heftig, wenn wir gegen die alle in den Krieg ziehen. Außerdem haben wir noch Waffenruhe. Wie lange eigentlich? Bis März 92. Das ist so lang wie mit denen. Was ist denn mit den Zapotheken? Apotheke, Bipotheke. So, das ist eine geile verflixte Klicksfolge gewesen. Das ist ein Vasall von den Zapotheken. Wer sind denn jetzt schon wieder die Zapotheken? Da? Waren die denn nicht da unten? Das waren die Zapotheken. Ach so. Mixtheken sind ein Vasall von den Zapotheken. Meine Güte, ist halt alles kompliziert hier. In Mittelamerika. Wir wollten hier starten, weil Nergorix dachte, das ist hier schön. Mein Gott, sag, was ist... Ich weiß es nicht. Ragusa erklärt Bosnien bald den Krieg. Das ist ungewöhnlich so rum. Er braucht schon Prestige. Schätzungsweise habe ich Schluck auf. Muss mich jetzt erschrecken, aber dann erschrecke ich auch alle Zuschauer, das will ich nicht. Was? Verrat an Jormund? Was soll das denn? So. Ein. Übertrage Untertanen könnten wir uns eigentlich auch mal holen. Okay, jetzt verlieren wir wieder gleich ganz viel Geld.
wird den Krieg schnell erklären, dann verlieren wir nicht so viel, ganz viel Geld. Wir müssen aber Moral haben, Stark. Davon hast du schon so viele Kriege verloren, weil du darauf nicht achtest. Ja, aber das System ist doch auch einfach scheiße. Stark ist immer das System scheiße, nur er selber nicht. Nee, wir erforschen noch keinen Tech. Das ist mir noch zu teuer. Nee, das ist auch falsch rum. Die würden auch so rum gar nicht mitmachen, interessanterweise. Bei euch haben wir noch Waffenruhe, ist es euer Ernst? Wem kann ich denn jetzt? Ich will jetzt irgendwie den Krieg erklären. Euch kann ich den Krieg erklären. Da sind die Zapotheken bei. Ja, Zapotheke. Hat die Mixtheken als Verbündete. Ja, da rennen wir nochmal kurz hier hin, nicht? Dann machen wir das mal. Ist ja gut jetzt. Wer war das jetzt, dem ich den Krieg erklären durfte? War das nicht die Zapotheken oder die Xingtheken oder so? Euch darf ich den Krieg erklären. Ja. Wie viele sind das jetzt eigentlich? 12.000. Pff, haben wir ja mehr. Und wir sind ja nur ein paar Techs voraus. Oh. Kriegen Überquerungsmalus. Hau rein, Gurix. Jawohl. Easy. Ich bin mal gespannt, wo jetzt die Schlacht kommt. Hier oder da? Die haben sie erstmal abgebrochen. Jawohl, hau rein, Gurix. Was machen wir hier eigentlich? Oh ja, Kriegssteuer, das ist gut. Ja, vor allem, wenn sie kostenlos sind. So. Haben wir jetzt eigentlich auf alle mal Ansprüche hier in unserer Nähe? Euch nicht. Ihr seid aber ein Vasall von Taraskin. Was ist mit euch? Ihr seid auch ein Vasall von Taraskin. Taraskin sollten jetzt mal langsam hier irgendwas machen, dass die nicht mehr alle Vasallen haben. Gut, dann verbessern wir jetzt die Beziehung mit unseren Vasallen, würde ich sagen. Angefangen von dem, der das am wenigsten hatte. Ich mit euch. Toter Ziel. Mauer Durchbruch! Oh. Ja, da bist du jetzt natürlich wieder 800 km/h vor allen Dingen. 800 Dezibel laut. Ich weiß, so wird Dezibel bemessen. Er ist halt ein Mauer Durchbruch. Gib mal wieder einen neuen Rukovic-Herrscher. Das ist Sarok wohl bekannt. Das ist mein Nachbar, oder? Nein, du hattest früher auch immer Rukovic-Bürger und Herrscher und hast die an mich weitergegeben und die waren alle scheiße. Laszlo von Ungarn. So, was können wir denn hier? Achso, wir haben gleich keinen. Ja, wir verlängern mal wieder ein paar Darlehens. Protestantische Reformation. Oh ja, jawohl. In Brame. Morö! Können wir gar nicht. 11. September, Dezember 95. Naja, egal. Die paar Rebellchens. Kann Zapotek jetzt mal in die Apotheke fallen? 49. Natürlich, wir kommen gleich noch auf 99. Pass auf. Ist durchaus schon öfter passiert bei mir. So ist ja nicht, ne? Warum haut der uns eigentlich da aus Theotodlaten dazu? Oder nicht, der macht, wie heißt das? Drill. Piken. Nicht Dill, aber Drill. Was ist denn hier? Unsere Kriegsmutter. Das ist unser Vasall, die brauchen wir gar nicht belagern. Ich wollte die gerade belagern, aber die gehören zu uns. Da oben. In Gualchichil. Stopp. Brauchen wir auch nicht mehr. So, ihr seid... Wer ist denn noch unser Verbündeter?
die Klacksalteken. So, wer findet das denn alles so scheiße, wenn wir das, wenn wir hier mal gleich das hier machen? Alle. Alle. Geld haben sie auch nicht so wirklich. Ja, aber ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Warte mal, wer seid denn, ihr seid es? Ne, wer ist unabhängig von uns? Das ist der Hauptkrieg. Von euch wollen wir nachher Geld haben. Wie viel Geld habt ihr? 30. Das ist ja gar nichts. Warte mal, ihr habt doch Ansprüche, ne? Ne, wer hatte Ansprüche? Ihr habt Ansprüche hier drauf. Okay, geben wir euch das gleich. Das sind ganz schön viele Truppen. Und Tech habt ihr? 1. Okay. Tech 1. Das ist ja schon süß. So. Ne? Was? Ja, das ist definitiv okay. Ist hier irgendwas Geiles? Alle immer mit ihrem Scheiß Zucke, ey. Naja, was willst du denn haben? Klopapier? Gold! Oder was? Ich will Moment, Gold ja, haben. Klopapier, aber wertvoller. Teotihuacan, seid ihr Teotihuacan? Ihr seid mistaken. Interessiert das überhaupt nicht. Ja, Tutulxiu sind doch die da oben. Die, ja, aber trotzdem. Ja, die werden wir auch gleich angreifen, 92. Vielleicht sollten wir mal so lange warten. Dieser Kriegstreiber. Ja, wir brauchen Geld. Und wenn wir mit Krieg Geld verlieren und ohne Krieg, dann lieber mit Krieg. So, wer war noch alles böse auf uns? Wenn wir das hier machen. Wer ist denn dann am nächsten dran an, wir sind das doch nicht so schade. Utoni. 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 Wer ist das denn? Ja. Der Einmannstaat. Hey, wir sind ganz dufte Typen. Und wer ist dann noch in der Nähe? Tarasken. Tarasken. Ach, euch wollen wir doch eigentlich gleich angreifen, oder wie war das? Egal, wir finden euch ganz dufte. So, jetzt belagern die das hier zurück. Könnte mal diese Hauptstadt fallen? Keiner will arbeiten. Das Gefühl ja, habe ich hier auch gerade. Neues. Jetzt sind die angekommen. Mein Gott, sind wir immer noch, na immerhin. So, Moment. 99! Ja. Kann das mal fallen hier? Nee. Ich meine, wir könnten jetzt, glaube ich, Kanonen bauen, aber wir haben kein Geld. Ist ja gut jetzt. Ja, das ist ein Prozess, Nergorix. Stell dich doch auf den Kopf. Das kann ich nicht. Was? Friesland? Immer diese Ausreden. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, da du... Guck mal, die sind umgezogen. So, unsere Kolonie ist fertig. Jawohl, da unten, da ist es. Bastos. Nur noch besser als Bastos. Kann jetzt mal diese Scheißstadt fallen. Könnten uns neue Kolonisten gönnen. Yay. Der kostet noch mehr Geld. Nee, der Kolonist selber nicht, aber die Kolonie. Deshalb habt ihr auch gerade schon keine Vorgang, neue gemacht. Den er einleitet. Wir verlieren Kriegsstand. Ja, das ist mir scheißegal. Jetzt muss endlich mal diese Stadt fallen. So, habt ihr Gold? Aber es würde uns eh nichts bringen, weil wir eh nicht... Ja, die haben Gold. Ja, die haben Gold. Sogar zwei. Ey, was haltet ihr denn davon, unser Vasall zu werden? Viel haltet ihr davon. Geil. Da sind wir über dem Limit, aber macht nichts. So,
So viel halten die offensichtlich doch nicht davon. Ist das wert? Ja, müsste gehen. So. Ja, wir wollen die Kriegssteuern für null verlängern. Null! Wahrscheinlich lohnt es sich nicht mal. Wie findest du denn eigentlich, dass du im Moment dem entgehst, dass du enttäuscht wirst von Werder Bremen, weil die einfach nicht spielen? So, ja, das werde ich früh genug schon wieder. Was würdest du denn jetzt davon halten, wenn sie die Saison abbrechen mit dem jetzigen Tabellenstand? Das werden sie wohl nicht tun. Also ich denke zumindest, wenn sie das machen würden, aber das ist völlig egal, wir müssen da jetzt nicht drüber reden, das ist sowieso schon völlig entschieden, wenn diese Folge kommt. Das heißt, es ist bescheuert, jetzt darüber zu reden. Ach so. Ja, aber du musst ja retrospektiv, musst du das ja mal analysieren. Ist Oktober. Wir warten mal nochmal auf den Januar. Wir könnten währenddessen mal eben in... Nee, eigentlich müssten wir euch hier mal ein bisschen... Nett stimmen. Ja, tötet unsere Rebellen oder so. Können Darlehen zurückzahlen. Jawohl. Das noch erleben darf. Ich bin ja kein Freund von Rebellen. Also generell schon, aber in dem Fall jetzt nicht. Generell mag ich Rebellion, aber nicht, wenn sie im eigenen Land auftreten. So, das haben sich, glaube ich, schon viele Leute gedacht. Mit wem sind wir jetzt eigentlich am Krieg? Mit, ich sag es dir sofort, gar kein. Jetzt haben wir die natürlich jetzt ein bisschen gestärkt, dadurch sind die jetzt alle noch ein bisschen stärker geworden. Ob das eine gute Entscheidung war, werden wir noch erfahren. Ich bin da voll, bin da zuversichtlich. So. 1,58 Verlust gerade. Und ich würde gern einmal zu denen gehen, die hier. Zu den Tlaxaltheken würde ich gerne. Hier sind dann nochmal die Da. Tlaxaltheken. Hier. So, zerstört einmal die, das finde ich gut. Mach die Rebellen kaputt jetzt. Ja, schaffen die nicht, weil die Rebellen unsere Armee-Level haben. Und unsere Nation hat Level 4 und wir haben Level 8. Ja, aber das ist doch scheiße. Jetzt haben wir kaputt gemacht. So, und ich habe die Hoffnung, ja, dass wir jetzt im Positiven sind. Weil unsere Kolonie nicht mehr läuft. Ich würde allerdings gerne wieder eine neue Kolonie machen, das kann ich nicht verheimlichen. Wir haben kein Geld! Ja, so, guck mal, hier sind schon mal autonomische Rebellen. Die sind unabhängig. Aztekenreich ist unabhängig geworden. Oder sehe ich das falsch? Ja, aber die sind verbündet mit dem, mit den Dingern da, mit den, weißt du? Ach, verbündet, verschmündet. Wir haben Gold und wir brauchen Gold. Ach, die sind von Brandenburg. Wir brauchen Gold? Ja, Xalixo oder so. Wer sind die denn schon? Wer ist Xalixo? Xalisco. Level 3. Pff. Wie habe ich das nochmal in O4 gemacht? Habe ich da Hardcuts gesetzt oder habe ich die Folgen getrennt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die Folgen getrennt und deshalb würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich stoppe beim nächsten Mal wieder vorbei. Jo, rechts, links, voll klicken, unter den Aspekt von mir und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.